Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verspielt und Abgedreht, dem Brettspielmagazin von GamesFinest.de. Heute präsentieren wir euch Knatsch aus dem Abacus Spieleverlag. Ja, Knatsch gibt es schon ziemlich lange. Knatsch ist ab 8 Jahren empfohlen und kann von 2 bis 6 Spielern gespielt werden und dauert ungefähr eine halbe Stunde. Es ist eine Mischung aus Karten- und Würfelspiel, wobei die Würfel da die Kernelemente des Spiels sind. Und ja, ich bin gerade angefangen mit, wenn sich Spiele schon so lange auf dem Markt halten. Knatsch gibt es nämlich schon echt lange. Ich weiß es gerade gar nicht, wie lange, aber echt lange. Und wenn sich Spiele so lange auf dem Markt halten, hat das einen Grund. Sie werden oft und gerne gespielt. Warum das so ist und wie sich das Spiel spielt, das zeigen wir euch dann jetzt. Dies ist der typische Aufbau von Knatsch. Wir haben hier die 6 Würfel, hier 2 Stapel Karten, die wir vorher gemischt haben, und die Spielzielkarten, zu denen wir gleich kommen werden. Bevor das Spiel gespielt wird, bekommt jeder hier so eine Burg. Das ist quasi sein Startsitz. Es gibt 6 verschiedene Farben. Bei 6 Spielern geht das auch auf. Jeder bekommt eine Burg. Und ja, bei 5 und weniger Spielern ist es so, dass ja, jeder sich eine Burg aussucht oder die ausgelost wird. Das kann jeder entscheiden, wie er möchte. Und die restlichen Burgen jeweils in die Kartenstapel zurückgemischt werden. Nun kommen wir zu den Siegbedingungen. Man kann das Spiel für sich entscheiden, wenn man entweder den König stürzt und 3 verschiedenfarbige Burgen sein eigen nennt, oder aber, wenn man 4 verschiedenfarbige Burgen besitzt, oder aber, wenn man, wie hier zu sehen, 3 Turniere gewinnt und 2 verschiedenfarbige Burgen sein eigen nennen darf. So, wie kommt man nun also zu diesen verschiedenen Sachen? Wie kommt man zu den Burgen? Wie kommt man zu den Turnieren? Ganz einfach, wir erwürfeln uns die ganze Sache. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, und zwar 3 an der Zahl. Wir haben hier immer eine Würfelvorgabe, und zwar müssen wir diese Würfelvorgabe übertrumpfen. Wir müssen höher würfeln als das, was da draufsteht. Bei dieser Burg ist es jetzt zum Beispiel der Fall, wir können diese Burg bekommen, indem wir ein 4er- oder 5er-Pasch oder 6er-Pasch würfeln. Das ist immer höher als das, was hier steht. Da ist auch die Augenanzahl, also der Wert der Augen, unabhängig. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass wir auch ein 3er-Pasch würfeln, aber der Wert der Augen höher ist. In diesem Fall wäre das dann die 4 oder die 5. Dritte Möglichkeit ist, dass wir das würfeln, was hier steht, und diese Zahl hier aber mindestens um einen höher sein muss. Sprich ein Dreierpasch mit dem Wert 3 und eine 2. So, derjenige, der dran ist, entscheidet sich für eine Karte. Ist hier zum Beispiel nichts dabei, was derjenige Spieler gebrauchen kann, darf er einmal in seinem Zug sagen, alles klar, ich nehme jetzt die Karte weg, lege sie hier drunter und nehme die Karte, die dann eben da drunter gelagert ist. Kann er damit auch nichts anfangen, weil er die zum Beispiel hier schon hat, darf er das so lange wiederholen, bis er eine Karte hat, die ihm zusagt, beziehungsweise die für ihn passt. So, wir entscheiden uns aber jetzt für die Burg, weil wir eine Burg haben wollen, und würfeln einmal. Wir spekulieren ein bisschen auf den 4er-Pasch, also nehmen wir die beiden Würfel hier raus. 6er gelten als Nieten, das ist wichtig, denn die kommen auch direkt raus. Also ist das doppelt scheiße. Muss man einfach mal so sagen. So, jetzt haben wir schon mal einen 3er-Pasch und spekulieren es auf einen 4er-Pasch. Wir haben es nicht geschafft, leider. Gut, dann wäre der nächste dran. So, Würfel, Würfel, Würfel. Wir würfeln das Ganze nochmal. Wir spekulieren jetzt auf einen 4er-Pasch mit 2ern. Zack, die kommt raus. So, zack, haben wir knapp, aber wir haben es geschafft. Wir bekommen diese Karte. So. Dann ist der nächste dran, der nächste dran, der nächste dran. Dann kommen wir zu den Turnierkarten. Die Turnierkarten werden auch ausgewürfelt. Und zwar bin ich derjenige, der das Turnier ausrichtet. Also ich bin jetzt wieder dran, sage, ich möchte dieses Turnier hier gewinnen. Und ich darf jetzt 4-mal würfeln. 6er kommen hier ebenfalls raus. Und ich lege jetzt die Messlatte für das Turnier an. So. Immer noch. Verdammt. Okay. Ein 4er-Pasch. Ein 4er-Pasch muss überwürfelt werden. Ja. Kann eigentlich nur noch mit einem 5er-Pasch oder mit einem 6er-Pasch überwürfelt werden bei diesem Wert. Und das müssen meine Mitstreiter jetzt schaffen. Schaffen sie es nicht,
gewinne ich das Turnier und darf diese Karte hier hinlegen. Wenn ich mir hier eine Sonderkarte erwürfeln möchte, muss ich genauso handhaben wie sonst auch. Ich bin wieder dran. Die 6 kommt raus. Ich entscheide mich für den 4er-Pasch mit 2ern, den ich auch sogleich erwürfel. Top. Jetzt ist es bei den Sonderkarten so, dass ich die Sonderfertigkeit direkt nutzen darf. In diesem Fall ist es so, ich darf einen Würfel mit dieser Zahl ersetzen. Es ist aber auch so, dass ich, wenn ich jetzt eine Sonderkarte erfolgreich mir erwürfelt habe, habe ich eine Bonusaktion. Ich darf also jetzt noch ein weiteres Mal würfeln und entscheide mich nochmal für dieses Turnier. So, und jetzt würde ich das Turnier weiter würfeln und so weiter und so fort. Ich könnte aber auch nicht nur hier Karten von dem Stapel erwürfeln, ich könnte auch einfach mir Karten von meinen Gegnern erwürfeln, zum Beispiel Burg- oder Sonderkarten. Wenn ich mir eine Burgkarte erwürfeln möchte, kann ich das nur machen, wenn mein Kontrahent mindestens 2 Burgkarten sein eigen nennt. Turnierkarten kann ich nicht angreifen. Bei den Burgkarten ist es so, hat mein Kontrahent noch die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Ich kann aber auch die Sonderkarten angreifen. Da hat mein Kontrahent keine Möglichkeit, sich zu verteidigen und muss mir die dann, wenn ich sie erfolgreich erwürfelt habe, dann eben aushändigen und der Effekt gehört dann mir. Ja, das Ganze wird so lange gespielt, bis eben derjenige eine dieser Siegbedingungen erfüllt. Und ja, wer die Siegbedingungen erfüllt, ist dann der Gewinner. Das war doppelt gemoppelt, aber macht in diesem Fall Sinn. Kommen wir nun zum Fazit von Knatsch aus dem Hause Abacus-Spiele. Wir haben gerade diese Spielepräsentation eingeleitet mit den Worten, wenn sich ein Kartenspiel so lange auf dem Markt hält, beziehungsweise ein Spiel an sich, weil es ist ja kein reines Kartenspiel, dann hat das seine Gründe. Diese Gründe sind auch sehr berechtigt, denn Knatsch hat einen sehr leichten Einstieg und ist auch für relativ große Spielgruppen geeignet. Also ich kann sagen, wir nutzen es zum Beispiel recht häufig als Absacker oder als Aufwärmspiel, wenn man größere Spielrunden hat. Die Zeitangabe von einer halben Stunde ist auch ungefähr ganz realistisch. Es macht einfach unheimlich Spaß. Es ist so ein kleiner Ärgerfaktor mit dabei, wenn man eben seinem Gegner die Karten abluchst, die man dann eben für sich benutzt, um eben das Spiel zu gewinnen. Es kommt auch keine Langeweile auf, weil der Interaktionsgrad recht hoch ist, aufgrund der Tatsache, dass man zum Beispiel bei Turnieren dann auch noch recht häufig würfeln darf. Und Knatsch eignet sich auch für recht junge Kinder, also was heißt rund junge Kinder, ich sag mal so ab 6, 7, 8 ist es realistisch, dass Kinder Knatsch spielen können. So ist zumindest die Erfahrung, die wir gemacht haben. Aber auch für ältere Spieler ist Knatsch durchaus zu empfehlen. Leichter Einstieg, sehr nettes Thema, leichter Ärgerfaktor. Noch viel Spielspaß mehr ist Knatsch. Und wir können es euch an dieser Stelle wärmstens ans Herz legen. Und darüber hinaus wünschen wir euch natürlich, wie immer an dieser Stelle, immer ein Brettspiel unterm Kiel.